Ist das der Hammer? Schleie, Kwolsdorski-Schleie, das alles an einem Spot und das in richtig groß? Ja, wo sind sie denn, die Kwolsdorskis? Ich bin ja mega gespannt, ob das hier wieder geht. Das ist die Stelle, wo auch vor Wochen und Wochen und Wochen immer wieder die Schleie reinging und immer wieder aber auch die Kwolsdorski reinging. Und lecko funny, Alter, der Types postet im Discord Super Trophy Kwolsdorski, Super Trophy Schleie. Was geht denn ab bei ihm? Da ist er, der Types. Hammerhart, 6,2 Kilo Super Trophy und das auf Sahne weiß. Pretty simple, einfach nur Sahne. Hammer, hammer hart. Alter, kannst du nicht ausdenken. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und bin einfach live im Stream. Das ist natürlich richtig geil. Moinsen, ihr Lümmels. Da mache ich aber gleich wieder aus. Und ich denke mir gerade, hör mal, wo kommt denn hier, wo kommt denn das her? Ambo Laurezubit seit 68 Monaten, bedankt voor het blijven huren. Das sagt ihr. Fire, Alter. Ihr macht mich fertig, Alter. Ich denke mir, komm, schnell, ein Video geht noch schnell. Jetzt aber hoppiger Loppi, Alter. Kannst du nicht ausdenken. Alter, lass mal schön an. Nix, ab in die Pofe. Da habe ich mich verklickt. Hatte ich letztens schon mal. Mann. So, jetzt aber. Warte mal, ziehe ich das jetzt raus? Ich kriege das doch bestimmt irgendwo her. Und dann laden wir das schön alles noch hoch als Video. Jetzt machen wir das aus und das Video machen wir jetzt an. Tschüss. Das kannst du ja nicht ausdenken. Das kannst du dir ja einfach nicht ausdenken. Mann. Einfach auf den falschen Knopf gedrückt und schon läuft der Livestream und die ganzen Lümmels sind da und sagen, ja lol, Alter, was ist mit dir los? Ah. Ja, so geht das, Alter. So geht das. Also, Attacke Vollgas. Auf Schleie. Auf Schleie läuft gerade abnormal. Also, richtig, richtig nice. Hier an der klassischen Stelle. Auf jeden Fall testen. Ich werde jetzt hier richtig schön nochmal durchziehen und gucken. Die Kwolsdorski-Schleie ist auch gerade als Kaffeeauftrag drin. Das heißt, das ist natürlich nochmal richtig gut. Wir nehmen natürlich gerne auch die Kwolsdorski nochmal mit. Ich habe das Teil zum Glück schon abgehakt. Aber hier schön auf Schleie. Zack, 12 Meter weit raus. Lohnt sich doch. Da müssen wir doch reingehen. Da müssen wir doch testen. Und gerade wenn man die Kwolsdorski noch nicht hat als Trophy, dann muss man das auf jeden Fall testen. Ja, gerade schon gesehen. Ich gucke gerade nochmal eben rein bei der normalen Schleie. Da ist sie auch schon, die Schleie. Guck mir, alter Falter, 7 Kilo. Ist doch der Hammer. 7 Kilo Super Trophy Schleie und Super Trophy Kwolsdorski Schleie. Das ist einfach der Hammer. Fettes Gezelt nochmal an den Types. Dankeschön auch fürs Teilen, dass das hier gerade wieder läuft. Mega, mega gut. Ja, natürlich geht auch bestimmt ein bisschen was anderes mit rein. Wir gucken uns gerade nochmal eben schön die Sets an. Beziehungsweise mal direkt hier rein. Ganz simpel, einfach nur 1er Haken, Pop-Up Rigs. Also ganz, ganz simples Ding. Pop-Up Rig, 1er Haken, Mais. Aber jetzt, das hier ist gerade die Ausnahme. Wir gucken gleich das andere Setup. Komplett nur auf Sahne. Hier habe ich jetzt einfach mal im Test Kokossahne, weil das vor ein paar Wochen ganz gut lief mit Kokossahne. Deswegen wollte ich eine Route mit Kokossahne im Test haben. Zack, was haben wir als Ergebnis? Den Dinkelsbühler. Auch nicht schlecht. Aber auf normal Sahne, Mais geht das eben mit der Schleie besser. Futtermische habe ich in groß. Also Mais, das ist 100% Cream, komplett auf Sahne. Mais als Basis, Mais auch noch mit drin als Zusatz, weil wir ja die ganze Zeit mit Pop-Up-Mais unterwegs sind. Süße Sahne, Sahne. Süße Sahne Soluble auch nochmal mit drin. Das kickt auch nochmal gut rein. Und Sahne als Dip. Also das ist 100% Sahne. Richtig, richtig nice. Sehr, sehr gute Kombi fürs Futter.
Der Types hatte komplett nur Feed Pellets, Sahne und süße Sahne. Ist alles auch noch verlinkt unterm Video im Discord. Einfach da mal reingucken. Das ist eine etwas andere Futtermische hier mit etwas größeren Partikeln auch nochmal drin. Ne? Und so dann eben raus damit. Wie gerade schon gesagt, einfach hier auf 12 Meter und dann gib ihm. Ja, ob jetzt hier die Kwolsdorfski reingeht, ist natürlich dann wieder die große Frage. Ich hoffe natürlich, dass da noch ein bisschen was geht. Wäre natürlich nicht schlecht. So, nochmal ein bisschen stramm ziehen. Hier auch. Genau, und hier sind die eben komplett mit Sahne weiß, Sahne und Sahne, ne? Also komplett 100% auf Sahne alles zusammengemischt. Jo, jetzt heißt es hier warten, Sitzfleisch und einfach weiter durchziehen. So, hier oben an der Stelle ist es. Also eine altbekannte Stelle hier oben auf 64,60 kann man sich, glaube ich, auch so hinstellen. Vielleicht werfe ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr in die Richtung. Jetzt werfe ich gerade, wobei an für sich passt es. An für sich passt es. Also hier raus in die Stelle. Ich glaube, man kann sich auch mit dem Rodpot so ein bisschen mehr schräg hier hinstellen. Dann steht er ein bisschen mehr gerade. Dann klappt das auch. Es heißt es einfach abwarten, testen und probieren. Ich teste jetzt hier auch noch ein bisschen weiter. Vielleicht geht ja gleich noch ein bisschen was rein in Richtung Kwolsdorfski. Dann blende ich das natürlich auch gleich nochmal mit ein. Es ist etwas Zeit vergangen. Wir sind mittlerweile mitten in der Nacht. 0 Uhr durch, es fängt an zu regnen, also vielleicht nicht ganz so ideal, aber nach wie vor Schleie. Sehr, 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 sehr viele Schleien. Sehr, sehr gut, bisher noch keine Kwolsdorfski-Schleie, das ist natürlich auch ein seltener Fisch. Und ja, ich habe einen Rodpot weggestellt, ich habe es hier einfach gerade ausgeworfen auf die 12 Meter, damit man dann eben hier ungefähr in dieser Area hier landet. Und ja, es sieht gut aus und ich werde es hier auf jeden Fall noch ein bisschen länger durchziehen. Auch im Chat immer wieder zwischendurch Schleien, die als Trophy reingehen. Also es scheint hier tatsächlich gut zu laufen. Und wenn man so eine Stelle hat, dann einfach durchziehen. Vielleicht ballert ja auch noch eine super Trophy rein. Die nimmt man auch gerne mit. Na guck, und wenn es in der Nacht hier auch noch weitergeht, auch das ist natürlich immer noch ein gutes Zeichen, wenn man dann hier kontinuierlich weiter rausziehen kann. Gucken wir mal, was noch so alles reingeht. Nee, ne? Oh, nen Schuppi. Ich dachte gerade schon, das war so dunkel von oben. Das wäre es auch gewesen. Jetzt mal eben schnell noch die Kwolsdorfski. 4,7er Schuppi. Nehmen wir gerne mit. Ich hatte gerade nochmal jetzt eine andere Futtermische. Etwas andere. Aber ja, Mais, Kokossahne, süße Sahne, Maissahne. Es ist eigentlich immer das Gleiche, ne? Also Mais als Basis, Mais mit als Komponente und dann süße Sahne da rein. Und dann lübt das Ganze. So, aber jetzt, toi toi toi, dass auch bei dir was reingeht. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, Petri.